Hallo YouTube und willkommen zum nächsten Video rund um den Amazon Kindle, den Standard Kindle. Wenn man ihn auspackt, hat man dieses Bild schon auf dem Display und sagt schon alles, drück mal den Einschaltknopf und wir drücken ihn jetzt mal. Ich halte ihn einfach mal gedrückt, bis sich was verändert. Drück, 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 drück. Ah, so, jetzt hat er reagiert und wir kriegen sogar einen richtigen Ladebalken. Wir können ja schon mal gucken rund ums Display. Hier rechts habe ich natürlich den Flaggscheinwerfer, also die richtig helle Lampe. Links nicht so ganz eine helle. Aber auch wenn da so diesen Lichtpunkt ihr seht, das Ding ist wirklich vom Winkel her überall noch sehr, sehr, sehr gut lesbar. Wie man das so von den E-Ink-Displays gewohnt ist. Da macht es natürlich, Lesen ist dann natürlich dann doch nochmal eine andere Sache als auf einem modernen Farbdisplay, wie wir es von iPads, Nexus-Geräten und gewohnt sind. So, wir treffen unsere Sprachauswahl. Das Ganze ist hier natürlich kein Touchscreen, sondern unten die Anweisung sagt schon, benutzt das Steuerkreuz und dann in der Mitte zum Bestätigen. So, Gerätesprache Deutschland, ja bitte. So. Und anscheinend booten wir jetzt nochmal. Daran sieht man natürlich auch, dass in dem Gerät nicht wirklich Power steckt. Und seien wir ganz ehrlich, für das Anzeigen einer Textseite und das gelegentliche Umblättern, da braucht man nicht wirklich viel Power. Da wird wahrscheinlich nichts anderes verbaut sein als in jedem Taschenrechner. Natürlich denkt man sich dann auch, nett, dass ihr den Preis so billig haltet, aber so ein bisschen schneller könnte diese Aktion dann doch sein. So, mit WLAN verbinden. Ja, können wir einfach nur bestätigen. So, jetzt sucht er meine WLAN-Netzwerk und er findet 7 Stück. Unter anderem natürlich auch das Faultierland. Jetzt könnte ich hier unterstrichen es auf Aktualisieren. Wir gehen aber runter und sagen, verbinde ich mal mit Faultierland. Passwort ist eingegeben, verbunden ist er. Jetzt scannt er nochmal eine Runde. Und oben rattert dann schon Ihren Kindle einrichten. Dann sehen wir ja auch schon mal die Zeichen, Wi-Fi-Signal. Lustigerweise eine Signalstärkeanzeige und dann natürlich die Akkuanzeige. Jetzt fragt er mich, ob er dieses Konto verwenden soll. Ich sage jetzt einfach mal, ja, verwende das einfach. Hier könnte ich auch das Konto ändern, über den ich den Kindle bestellt habe. Also das Amazon-Konto. Und jetzt bin ich auch schon fertig. Das war's. Jetzt bin ich hier im Amazon-Shop sozusagen. Und kann jetzt auch rumstöbern nach Büchern, Zeitschriften, Aktuelles, Neuheiten oder Empfehlungen auf dem, was ich halt in meinem Amazon-Account drin habe. Oder ich gehe jetzt einfach hier mal mit der Zurücktaste, ob das funktioniert. Ja, jetzt kann ich wieder einen Schritt zurückgehen, aber das hatte sich ja erledigt. Dann drücken wir mal die Home-Taste und wir sind hier im Home-Menü und Kindle-Inhalte übertragen. Ja, nochmal einen Schritt zurück. Gehen wir mal in die Kindle-Inhalte übertragen. So, Sie haben kurz einen neuen Kindle in Ihrem Konto. Und da kann ich jetzt ganz viel, da kriege ich nochmal ein Handbuch, weil mir alles erklärt wird. Aber ich gehe einfach mal wieder zurück. Gehe hier mal in das Archiv. Und da sehe ich jetzt auch all meine Bücher, die ich runtergeladen habe. Ich nehme jetzt hier einfach mal ein Sherlock Holmes Buch. So, ausgewählter Inhalt wird heruntergeladen und zack, das war's. E-Book ist ja nicht groß, das ist ja ruckzuck drauf. Und jetzt kann ich ganz normal mich hier durch das Buch durcharbeiten. Ich kann natürlich dann mit der Optionstaste hier im Menü jederzeit dann auch die Schriftgröße anpassen und dann sagen, nee, mach mal die Buchstaben größer, dann sehe ich es auch direkt, oder mach sie mal wieder kleiner. So reicht mir das dann auch. So, und dann habe ich jederzeit die Zurücktaste, um auch das eingeblendete Menü wieder zu verlassen. Ich kann noch weiter zurückgehen. Dann komme ich wieder in meine Sammlung. Ich gehe halt immer die Schritte dann zurück. Oder wenn ich dann hier die Home-Taste drücke, dann, na, jetzt bin ich aus Versehen an die Seite gekommen. Na, Home-Taste, weiter raus komme ich nicht. Anscheinend,
Wie komme ich denn dann in den Kindle-Shop? Ah, über die Menütaste, dann der erste Punkt oben ist der Kindle-Shop und da dann wieder Enter drücken. Da kann ich dann auch wieder rumstöbern und über den Kindle dann neue Sachen beziehen. Ansonsten bringt mich die Home-Taste dann immer auf das Zeug, was ich auf dem Kindle drauf habe an Büchern oder halt was in der Amazon Cloud in meinem Konto noch gespeichert wurde. So, das war's zur Einrichtung. Ein kurzer Rundgang über den Kindle. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!